Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Skyrim. Ja, ich habe vorher Path of Exile aufgenommen noch und bin noch ein bisschen gestresst. Kann sein, dass ich natürlich noch ein bisschen, ja, immer noch gestresst bin und jo, ich bin immer so ein bisschen sensibel oder ja, muss einfach weniger steuern, sonst mache ich es noch ein bisschen weniger sensibel. Kamerasteuerung. Jo, das letzte Mal haben wir den Angriff des Mammuts gehabt und ich habe es nochmals im Video geschaut. Ja, danke, dass du keinen Zauber ausgewählt hast. Hallo! Wieso habe ich jetzt gerade keinen Zauber in der Hand? Eieieiei. Okay, ich will ausrüsten. Habe ich das, glaube ich, gleich falsch gemacht? Ja, danach hierhin Zerstörung Flammen links. So, sehr gut. Komm, trieb schon. Okay, jo. Weil ein Mammut, ich habe es ausprobiert noch nach dem Part. Letzten Part. Wo ist denn der hingeflogen? Hallo? Wo ist Wolf Nummer 2 hin? Es ist schon extremst schwer. Also ein Mammut, der kann extremen Schaden verursachen. Es liegt am Schaden, dass wir ein Kinderskelett. Spielzeugschwert von Rin, ist das eine Quest? Nehmen wir doch mal mit von Rin. Okay, das könnte eine Quest sein. Okay, das ist ein Kinderskelett. Also ein Wolf ist hier. Wo ist denn der zweite Wolf? Also es war sehr knapp. Also, okay. Wir wären fast gestorben. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr so das Spiel spielen, dass ich die ganze Zeit Schwierigkeitsgradsprobleme habe. Also muss ich einen Schwierigkeitsgrad, glaube ich, auf leicht oder so setzen. Also Novize sein. Ja. Und ja, eine Krankheit möchte ich mir auch nicht einfangen, also. Ich wollte jetzt eigentlich. Da waren wir, glaube ich, schon. Bei der Arena waren wir auch schon. Rennen wir doch mal ein bisschen. Jo. Und muss ich jetzt auch nicht oben lassen. Zauber sind einfach optisch jetzt auch nicht gerade so. Kurier der Sturmmäntel. Ich glaube, ich töte den. Wir sind ja gegen die Sturmmäntel. Nein, ich habe Kopfgeld bekommen. Mist. Okay, wir haben kein Kopfgeld mehr. Letzter Zeuge, stimmt. War ja so ein System. So, Fellstiefel. Also, er hat leider keinen Brief da. Und ja. Ich wollte eigentlich irgendwie einen Beweis oder so mal abgeben können. Ja, was ist mit meinem Mod eigentlich? Also unserem Mod. Können ja gerne aktiv dran arbeiten auch. Ein paar Tipps geben, ein paar Nebenmods oder so machen. Also eben, ich habe herausgefunden, wie man einfach andere Kartenabschnitte oder so macht. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schwer. Dort habe ich schon mal eine Ebene gemacht, aber die Ebene ist alles nur Gras. Also ich muss noch ein paar unterschiedliche Texturen einfügen und so. Und was ich eigentlich geplant habe, ist schon mal einfach irgendwie ein bisschen etwas Cooles zu machen. Okay, das Schwindeln ist. Das ist ja ein Kopfgeld, glaube ich. Ihr hättet nie Ja. herkommen sollen. Okay, ich muss immer mal. Okay, der ist schon tot. Ey, was sind denn die Gegner immer? Ah, vor mir. Okay. So. Bin ein bisschen zu viel gestresst gerade. Pelze. Liegt einfach auf, dass das Game jetzt nicht gerade so gut steuerbar ist. Es liegt einfach daran, dass die Steuerung ein bisschen schwammig ist. Und halt einfach die Gegner relativ schwer sind. Also jetzt der war jetzt nicht so schwer, aber
der Wölfe. Ja, die plötzlich irgendwo auftauchen, das tut mich ein bisschen mit meiner Krankheit. Ich habe halt eine schwere Krankheit, die einfach, ja, das Cortison fehlt, das zum Stressabbau nötig ist, mich da immer hindert. Also der Stress, den ihr manchmal erduldet müsst oder so, ich nicht so schnell abbauen kann. Also der bleibt längere Zeit und so, ist wirklich momentan schlimm auch eingestellt. Also kann halt einfach nichts anders machen als einfach manchmal zu sagen, ja, es tut mir leid, dass ich momentan nicht gerade so gut Livestream und Let's Playen kann. Livestreams gehen momentan eigentlich fast gar nicht. Und haben auch nicht Rollenspiel zu machen, also momentan eher weniger Rollenspiel, tut mir leid. Und eben ja. Liegt einfach daran, dass das Spiel jetzt gerade noch nicht so rundspielmäßig spielbar ist. Also ich suche ja ich als Held, der nach Skyrim kam, behalten, aber habe ich einfach noch zu viel zu reden mit euch im Unreal-Rollenspiel typischen Sinne. Ja. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Landkrabbe, die gelootet war. Was wollte ich noch sagen? Eben, es ist halt wirklich schwer für momentan noch zu modden, noch viel Sport zu machen, noch die ganze Zeit mit den anderen zwei Mitbewohnern zu arbeiten, Haushalt zu machen vor allem und Sachen rausräumen in einen Lagerraum, der meine Schwester gekauft hat. Es ist extrem schwer momentan das Leben. Und deshalb kann ich jetzt momentan nicht livestreamen. Einfach zeitlich bedingt, sonst müsste ich immer wieder den Livestream an- und ausstellen und so. Und deshalb gehen einfach keine Livestreams. Und ja, so rollenspieltypisch. Es passiert jetzt gerade einfach zu wenig hier in Skyrim. Jetzt wirklich auch Rollenspiel machen kann. Das ist natürlich ein Rollenspielprojekt. Kommt nur nicht immer ständig, weil ich noch andere Sachen sagen muss. Gut, und ja, machen wir wieder weiter mit dem Rollenspiel. Ich werde mal schauen, dass es mir dann besser geht, wenn ich aufnehme. Aber meistens dauert das halt wirklich lange. Mist, ich will nicht noch mehr setzen. Ich müsste einfach die Tasten hinkriegen. Ich glaube, ich habe sie jetzt ausgewechselt. Ich habe sie jetzt falsch hingetan. Aber gut, links ist da also Feuer. Kunst, ja. Okay, sehr gut. Kannst du da eigentlich den Elcher noch besiegen? Ich will aber die WTH hier angreifen und abhauen. Ich bin eben ein Tierlieber, aber in Games manchmal muss ich es halt einfach machen. Ein Mammut auf dem Weg. Ich habe langsam Respekt vor den Mammuts. Oh. Cool. Ich weiß jetzt nicht mehr die Namen der Monde. Könnte ich auch mal noch kurz nachschlagen irgendwann. Genau. Ah. Nicht so korrekt platziert. Greifen wir nicht an. So, da hat es noch drei Steine. Waren wir hier? Und glaube ich da drüben und hier nicht. Da ist irgendwie ein Karren. Okay, die können wir einsammeln und dann verkaufen. Und sonst ist eigentlich hier nichts. Jetzt gehen wir doch ein bisschen wieder weiter weg von Weißlauf, aber ich will mal kurz schauen, wo der Weg hier hinführt. Der muss irgendwie hier. Ist das? Ist momentan nichts in der Nähe.
Das sind Skelette. Okay, sind die leicht? Schaden machen sie. Schaden erleiden sie genügend. Da haben wir noch einen. Haben wir Stress, okay. So. Haben wir noch irgendwo ein Skelett? Nein, war nicht. Drei Skelette, okay. Easy. So. Ja, wir haben noch alte Nordäxte dabei. Das ist scheinbar ein Grab von den Nords. Ja. Ja, hier in der Heimat der Nords. So, haben wir hier irgendwas. Eisenhelm des geringen Beschwörens. Sehr gut. Aber es hat ein Eisenhelm, der ist schwer. Aber hilft uns vielleicht ein bisschen beim Beschwören. Rundumbahn, sehr schön. Okay, das ist ein Draugr. Draugr. So. Das ist einfach so ein Zombie-Krieger. So. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. So, ich will noch schon mal beschwören. Ah, jetzt ist das Symbol, also. Ja, wenn es das macht, dann ist es sozusagen abgeschlossenes Gebiet. Okay, es ist eine Meistertruhe. Da bin ich leider noch nicht genügend gut davon. Also ich könnte es versuchen, aber ja, es ist unwahrscheinlich, dass ich genau Ding treffe. Okay, man sieht leider gar nicht mal so viel, ob irgendwas hier drin ist. Scheinbar in diesem... Okay, ja, ich tue mal die Maus ein bisschen sensibel machen. Schon extremst, also. Jetzt ist es fast ein bisschen zu wenig sensibel, es gibt leider nur 4 Einstellungstasten DPI. Und, ja, das ist ein bisschen zu wenig sensibel, aber ich will es nicht zu sensibel haben. Deshalb sieht es jetzt einfach ein bisschen eher kantig aus, wie ich hier so bewege. Ja komm, mach ich sie. Ich darf einfach nicht so viel, ich tue jetzt nur ein paar Millimeter und dann geht es bei 90% in eine Richtung. Ja, ich muss also eine... Ding, eine neue Maus kaufen. Ja, wollte ich schon lange, wollte ich schon vor 2 Monaten. Ich glaube, ich habe genügend Geld. Jo. Vielleicht gibt es ja wieder Aktionen vor Weihnachten, nach Weihnachten. Jo. Aber momentan stört es mich nicht so. So. Ich habe wieder die Beschwörung angesetzt. Okay, ja, wieso ist Zeitlupe, wenn ich den nicht besiegt habe? Hä? Für die Krabbe. Also gibt's hier irgendwas noch? Sind die Mammuts? Und wenn ihr denkt, ja, ich würde jetzt nicht so viel wissen, ich spiele es ein bisschen herunter. Ich möchte nicht das optimalste Item schon am Anfang finden oder nur per Zufall. Ich will jetzt einfach mein Wissen über Skyrim nicht gerade so ausbringen. Ich will natürlich auch das Spiel ein bisschen schwieriger haben. Und das geht natürlich am besten, wenn man jetzt einfach per Zufall die Sachen so findet und nicht per Wissen. Und falls ihr irgendwie Tipps und Tricks habt, die könnt ihr sie nennen, aber ich werde sie nicht immer befolgen. So, richtige... Monsterwaffen und mächtige Artefakte und so, die werde ich nicht holen, wenn ihr sie sagt. Ihr könnt mir den Tipp geben und ich tue ihn mir merken, aber ich werde nicht sofort irgendwo reinrennen und das sofort holen. Also. Genau. Und es gibt scheinbar schon noch ein paar neuere Relikte und so von den Creators Update. So, jetzt kommen wir gleich in der Nacht.
in Falkenring an. Sehr gut. Hier haben wir jetzt nicht so viele Sachen. Doch. Ein Nierenwurz wieder. Sehr gut. Und ich werde ja natürlich schauen, dass natürlich die Parts auch sehr, ja, spannend sind und so. Lockert Burgtor ein bisschen. Hier haben wir irgendwo noch einen Turm. Zur Festung gehe ich jetzt noch nicht. Da gibt es, glaube ich, Magier drin oder so. Aber wenig Gegner. Ich muss mal speichern. Geht nicht. Nur so wenig speichern, vor allem schnell speichern, dass ich immer wieder immer dieses Meditieren Geld trage. Eieieiei. So. Haben wir denn irgendwo noch Gegner? Ich weiß nicht, wieso die Grafikfehler da sind, weil ich halt V-Sync nicht anhabe. Oder einfach ist das Spiel jetzt nicht gerade so. Ja, es ist halt einfach normale Special Edition sozusagen. Also die Anniversary Edition ist genauso wie die Special Edition eigentlich nicht gebessert worden oder so. Ja. Okay, der Wachturm möchte ich eigentlich noch betreten. Gehen wir noch zu. Ja, die Texturen laden manchmal ein bisschen langsam. Ah, das ist gut. Ja, okay. Vielleicht ist jemand da. Diese Notluft, die lässt mich manchmal ein bisschen Probleme machen mit dem Atmen, dem Reden. Aber gut. Kann man nicht so viel dafür. Wenn es nicht so gut geht, dann geht es nicht so gut. Okay, gehen wir mal in den Wachturm. Hallo? Guten Tag, Wache von Wetzlar. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Wo denn? Ich sehe kein Haus. Ah, ihr meint den Weißlauf. Okay, dann müsst ihr anders sagen. Da ist es. Was ist los? Drachen? Ah, habt ihr das gesehen? Irgendwie wurde das nicht geladen. Habt ihr das gehört? Ich könnte schwören, dass da draußen etwas ist. In der Dunkelheit. Im Dunkeln schleichen nur Einbrecher und Vampire herum. Bist du Zu welcher Gruppe Batman? gehört Das ihr? Synchronsprecher von Batman? Wahrscheinlich ist das der Synchronsprecher von der Trilogie The Dark Knight. Okay. Sehr schön gemacht. Er hat das so falsch gemacht. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Ja, aber dann bist du nicht dort. So weit weg. Okay, hier ist ein. Manchmal echt ulkig. Ich muss jetzt mal kurz in die Optionen schauen. Ist irgendwie etwas resettet worden durch ein Update oder so? Nein. Doch alles Maximum. Ich werde die Tiefenschärfe mal ein bisschen reduzieren. So. Weil, ja, sieht nicht immer so sehr schön aus, wenn so viel verschwommen ist. So, vor allem einfach, wenn Braucht ihr man ein mit neues einer Schwert? Wache oder so Sonst kriegt ihr reden, Adrienne in im der Spiele. Hintergrund nicht alles verschwommen ist. Ärger oder So, so? nein, aber ich habe laute Wachen, die mich immer nerven. So verschwinden immer die Lichtblümchen, Schmetterlinge. Keine Ahnung. Ja gut, dann gehen wir wieder nach Weißlauf. Ah. Ich
bin ja Schweizer und in der Schweiz hat es ja auch ziemlich viele Berge. Und ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich von meinem Gebiet, dem Basler Jura, Plattenjura, Tafeljura, dann die Alpen sehe, wenn ich mal ein bisschen südlicher bin. Ich bin halt relativ nach Norden, nordnördlich des Platten, also Tafeljuras und jo, da gibt es natürlich nicht so hohe Berge, aber ich freue mich immer, die zu sehen im Hintergrund. Und, ja. Ja, sehr schöne Texturfehler. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay, danke. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay, was haben wir bekommen? Nein, nichts. Wurde uns vorher schon angezeigt, es kommt ein bisschen zu früh. Anonymer Brief. Begonnen. Die auferstandenen Toten. Wer auch immer dieses Schreiben findet, ich bitte euch um Hilfe. Eine Gruppe Totenbeschwörer experimentiert mit uralten gefährlicher Magie herum. Um Horten von Zombies auferstehen zu lassen. Ich fürchte ungewollte und unwiderrufliche Konsequenzen. Ich wurde aus ihrem Studium ausgeschlossen, als meine Warnungen ob ihrer Dummheit auf Intoleranz hieß. Das Ritual zur Beschwörung dieser grässlichen, nicht kontrollierbaren Kreaturen steht kurz bevor. In der südlichen Ecke Himmelsrands, sie müssen aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Hey, südlichen Ecke Himmelsrand. Rechts oder links? Muss ich zuerst markieren, ne? Tagebuch M und dann Tagebuch J. Nein, Quest. Okay. Und da die auferstandenen Toten markieren. Okay. Dann haben wir hier irgendwo links und rechts unten eine Markierung. Akentanz, Abflusshöhle. Dort können wir wegmachen. Standort. So. Rechts, ja. Hier. Und such die Ritualstätte. Ist es das? Wahrscheinlich ist das. Also einfach im südlichen. Nicht in der Ecke, das ist irgendwie falsch geschrieben. Sondern unten. Okay. Sehr gut. Dann gehen wir doch bald dort auch hin. Wir ja sowieso zurück nach Hagen mal. Zu schauen, ob irgendwas. Ein paar Leute da sind oder so. War ja ein Highlight scheinbar. Helgen, von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Ich muss mal kurz nochmal neu laden. Vielleicht geht's dann weg. Ja, okay, es war ein Ladebug scheinbar. War einfach irgendwie falsch geladen vom Spiel. Gut, ist es weg. So, Ja, Alchemie können wir auch nochmals machen, gut. Ja, okay, gut, nicht, weil wir das gemacht haben. Okay, lassen wir es. Was wir machen können, ist von Weißlauf nach Norden zu gehen und dann wieder zu Winterfeste gehen. Und dort auch noch eine Quest abzugeben. Ja, dann können wir nebenbei noch leveln. Vielleicht noch ein paar gute Monster kommen. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen auch zum Tempel gehen. Okay, irgendwo hier oben. Ist sie, oder? Ja. Davon. Hier in diesem Gebäude. Und so. Also scheinbar irgendwo hier. Ist weg. Carlotta Valentinas Haus. Uttingards Haus. Schauen wir nochmal.
Okay, wer ist das? Belletta. Ah. Wer ist der Händler? Also ich weiß jetzt nicht genau. Hier oben irgendwo. Jetzt nicht ganz. Tun wir uns nicht drehen? Okay. Nicht müssten wir uns drehen. Ich genau weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Soll ich hier sein? Nein, wir das machen. Ich bin ganz Ohr. Ja. Elektros gemischt waren. Weiß nicht, wieso er in der Nacht hier rumläuft. Es ist ja Nacht. Es sind 12 Uhr am Morgen. Es ist nicht dann 0 am Morgen. Scheinbar schon. Arcadius Kupferkessel ist zu in der Nacht. Also hier haben wir noch mit mehr, ja, Michael. Ja, weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Haben wir gelesen vorher. Komm schon. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Okay, hier ist der Mammutstoß, Zanisol. Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen, werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Auf 22. Okay, sehr gut. Jo, Michael? Ich habe nichts getan. Seid ihr immer betrunken? Wenn es nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflaggten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Was, ich muss jetzt klagen von denen? Okay, ich bringe euch das Bier. Argonisches Bier. Ich kann es fast schon schmecken. Wir versuchen es jedenfalls. Dieses argonische Bier. Okay. Oh. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Schreibe ein Lied für euch. Okay. Nein, wirklich, Unkampfgeborener. Ihr schreibt ein... Denkt nicht mal im Traum, wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht. Okay, und hier oben ist irgendwo noch der andere Questgeber. Und damit habe ich angefangen. Aber es ist eine Art Ballade. Vielleicht werde ich noch gegen ihn kämpfen. Ach, jetzt weiß ich, dass ihr mich auf den Arm nehmen wollt. Es ist wahr. Okay, ja, es ihr dürft es euch anhören, sobald es fertig ist. Ich brauche nur noch ein, zwei Jahre, um ihm zu helfen. Ist jetzt echt rausgegangen? Dachte ich's doch. Können wir den erreichen? Ich kann jetzt nicht mit euch sprechen. Es tut mir leid. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Michael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Ja, ja. Was habt ihr... wo habt ihr das spielen gelernt? Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lernen. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert, musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Aha. Darf ich auch euch um etwas bitten? Was haben wir doch gemacht? Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Was, 94?
Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Oh, das werdet ihr bereuen. Also ihr hättet nie herkommen sollen. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Der ist doch easy, also ich glaube, die ganze ist ja klein. Also dastehen und einstecken? Wehrt euch! So. Ihr führt einen kräftigen Schlag, das muss man euch lassen. Ja. Wer hat euch denn das Kämpfen? So, weitergehen. Lasst Carlotta in Frieden. Und das hier wird noch schlimmer. Ihr habt gewonnen. Bei meiner Ehre. Carlotta wird sich nie mehr Sorgen wegen mir machen müssen. Wir könnten jetzt eigentlich mal versuchen, ihn zu klauen. Geht ja scheinbar. Aber er ist momentan ein bisschen paranoisch. Eine Kleidung können wir verkaufen. So. Was für Michael hatte ich bereits? Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Hä? Wenn Michael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Ja, scheinbar, weil er mich gesehen hat, aber das sollte eigentlich wieder weggehen. Okay, so langsam verdienen wir auch ein bisschen Geld, aber wir müssen halt wirklich. Ja. Schäbige Robbe. Was klauen? Wir müssen ein bisschen illegal. So. Ja, ein Kind haben wir jetzt noch nicht, also müssen wir einfach nicht nehmen. Hier hätten wir noch feine Kleidung. Ja, sieht uns zwar direkt. Geht der schlafen? Es ist 2 Uhr am Morgen. Ja, ich sollte eigentlich ausschlafen, aber ich habe kein Geld, also schlafen wir einfach nicht. Wie das Geld nicht wieder ausgeht. Okay, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Aber ich hätte gerne ihn noch ein bisschen bestraft oder so. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Für seine Nerven. Ich habe nichts getan. Hier ist das besondere Bier, das ihr wollt. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Mitlaufen lassen. Ja. Aber gut. 294 Volt. Eben nichts bekommen. Mein liebster Sauf. Immer noch durstig. Jetzt nicht mehr. Dank eurer Hilfe. Viel Spaß. Lebt wohl. Ja, Bier. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube nicht, dass er so schnell an Bier wieder kommt. Ja, der ist ein bisschen zu besoffen. Was können wir noch? Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir haben, glaube ich, noch genug. Gut. Platz. Ich hätte gerne Tag. Sonst müssen wir doch irgendwo anders verkaufen. Mich interessiert das halt mit dieser Ritualstätte, südlich von Hagen, wir dorthin jetzt schon gehen sollen. Wir könnten mal dorthin gehen. Gehen wir wieder nach Flusswald und machen uns einen schönen Tag dort. Eine schöne Nacht, wenn es noch Nacht ist, bis wir dort oben sind. Ja. So, also rennen wir doch mal ein bisschen. Wir brauchen eben Geld für die Ziege auch noch, ein Pferd, ein Haus. Das Haus ist leider hier ein bisschen zu teuer, auf 7500 war es. Schauen wir mal, die sind unten dran, oder? Die sind weg, die sind gar nicht da. Okay. Also das Pferd wäre 1000, können wir vielleicht irgendwann mal leisten.
gehen wir doch direkt hier hoch, oder? Wir nehmen nicht die Feldwege, nein, wir nehmen das Feld. Das Feld nehmen wir einfach mit. Hier ist nichts mehr, da waren wir, glaube ich, schon mal. Tomaten, rote Apfel. Ich würde gerne den Händler in Flussfahrt, Balletor, mal, oder war das der in Weißlauf? Ja, wir werden einfach mal zum Händler von Flusswald gehen. Genau. Okay, hier kommen wir gar nicht hoch. So. Nicht so gut, wenn wir hier nicht hochkommen. Rutschen hat zu. Also, was haben wir denn schweres dabei? Rüstung, glaube ich. Irgendwie so Stahlriemenrüstung dabei. Ihr seid so gut wie tot. So, links. Rechts. Rechts. Eine Assassine macht mir ein bisschen Probleme. Ja, extra stärker als die Opfer eigentlich. Okay, von welchem Typen greift uns eine Assassine an? Eieiei. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Schwaches Gift. Verursacht 15 Giftschaden. Okay, die dunkle Bruderschaft. Das haben wir schon mal gehört. Und ja, jetzt will ich mal wissen, so nicht Assassinen treffen. Wie befohlen, sollt ihr Brian der Hofnarr um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diesen arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Ja, das war aber ein Misserfolg. Der ist schon gestorben. Gut, danke schön, Feuerzeug nach dem sehr viel Schaden. Jo, viel Spaß noch. Ich tue ihn schon mal kaputt. Ah, okay. Geht irgendwie nicht mehr. Letztes Mal, oder war einfach dann in der Dauer dann wieder zurückgegangen, also sich wieder aufgelöst. Also, na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Ja. So, ich hoffe, jetzt kommt nicht nochmals irgendwas. Ist langsam ein bisschen zu viel los. Ist einfach ein paar Wölfe oder so. Aber es muss jetzt nicht jedes Mal irgendwie etwas kommen. So, Mora Tobinella. Angeln werde ich jetzt mal noch nicht. Wir müssen noch nach Riften. Dann können wir nach Winterfeste gehen. Aber zuerst machen wir mal diese Quest. Mit dem Necromancer. Okay. Weißlauf. Jetzt gibt's hier also Bachen, oder? Fische sind nicht nehmbar. Ah. Ein Bienenstock. So, danke schön. Ist jetzt gerade jemand da? Wache. Eine Wache jetzt. Okay. Jo, wir hatten ja das letzte Mal ein bisschen Stress wegen einer Schale oder Tafel oder so, die wir aus Versehen aufgenommen haben. Ein Kopfgeld gehabt und die Wachen waren nicht da. Also konnte ich das Kopfgeld nicht entfernen. Jo, dann gehen wir doch mal hier entlang.
Oder wollen wir nach oben? Könnten eigentlich nach oben. Gehen wir hier mal noch nicht durch. Und wir gehen mal hier rechts. Weil wir waren ja am Anfang von dort gekommen. Jetzt gehen wir in die Richtung. Vielleicht kommen wir da in die Nähe von Helgen. Wäre optimal. So. Nach Falkenring? Genau, könnten wir noch gehen. Ist scheinbar irgendwo im Südwesten. Ja. Also. Okay, Schneebären. So langsam müssen wir einfach schauen, dass wir dann wird ein bisschen gefasst, und irgendwas angreifen. Gut, können wir genauso schnell laufen, wenn wir die Arme oben haben. Okay, auch kein Hinterhalt. Da oben wohnt hier. Okay. Ich traue mich jetzt gerade nicht so sehr, wegen der Assassine. Die Stadt als freier Bürger betreten. Hallo? Ich war bis hierher und nicht weiter. Okay, Panty. Na dann schau an, wir haben hier wohl einen Helden. Gut. Sind Bambi. Was denn sonst? Ui. Wäre fast noch in die Reihen gelaufen. Okay. Wir sind safe. Stahlschwert nehme ich jetzt nicht mehr mit. Das reicht. Okay, der Bandit ist irgendwie ein bisschen. Tief in der Erde. Den haben wir ein bisschen in die Erde reingezogen. Okay, kochen könnten wir eigentlich auch mal wieder. Ja. Holz 70, 7er Hebebahn, winziger Seenstein, Zaubertrank der geringen Magik. Okay. Krieger, das ist ein Skillbuch für Einhand oder ist der Schild? Blocken, okay. Ja, Schild. Sehr gut. Okay. Ja, ein Schild hilft gegen Diebe. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass ein Schild hilfreich sein könnte. Aber so schön abblocken, den Weg versperren und niedlich einfach sein kann man mit einem Schild. Also, der heißt dann nicht schön aus. Also können wir mal kurz kochen. Essen. Nein, liebes Spiel, nein. Gebrauchen.
braunes Ziegenbein. Okay, das aber nicht. Die Köhle. Lauch. Das machen wir jetzt mal. Aber wir machen einfach das wirklich hochwertige Essen. Und mal. Ja. Kohlsuppe. Krabben, ein Topf. Regeneration ist sehr gut. Lachsbraten. Mammutrisselbraten. Würde ich das essen? Machen wir mal. Okay, die anderen Sachen. Nee. So. Ah, ist ja der Bandit. Okay, der wird einfach auf die Seite geschoben und kann hier Schwert, das. Ja, bisschen weit weg. Ah, verstanden. So, der Leute, jetzt ist wieder morgen und die haben eben noch nicht geschlafen. Können eigentlich dort oben schlafen. Es ist jetzt Tag, jetzt. Wir sind ja ein Krieger, wir können mehrere Tage ohne Schlafen aushalten. Gestandene Magier-Ehe, aber genau. Dodela. Jetzt könnten wir nochmals speichern. So. Jo, ich bin immer noch ein bisschen angespannt, weil. Lassen wir die Spielchen. Schwer ist. Okay, ein Nord, der uns angreift. Komisch. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Wieso heilt die sich? Oh, wir sind verletzt worden, aber gut. Die kam jetzt auch überraschend. Die greifen immer so überraschend an. So greifen uns so viele Nords an. Okay. Die sind sehr wertvoll, also. Die sind einfach zu schwer. Rüstungen. Verstehe ich jetzt nicht, wieso man so große, schwere Rüstungen so viel findet. Ich habe auch wieder etwas getan, scheinbar. Wir brauchen die blauen Blumen. So. Dann gehen wir noch in den Norden. Hier irgendwo ist Helgen. Das ist doch Helgen. Ja, ja. Okay. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen weiter weg. Genau, wir sind doch irgendwo hier runtergekommen. Sieben wahrscheinlich oder so. Genau, kann ich das jetzt auch nicht mehr. Also. Denken. Oh, hat auch alles auch ein bisschen im Glücksmodus sozusagen. Okay. Gespießten. Ranzer. Kann das sein, dass hier irgendwelche Bösewichte drin, also Banditen oder so? Okay. Sieht noch ein bisschen leer aus. Niemand hier niedergelassen? Okay. Wie ich das einfach weiß, sind so viele Banditen unterwegs in Skyrim. Heftigst. Jo. Ein Magier. Bandit, okay. Ich hab einen guten Bogen.
Was wir jetzt nicht eins haben? Oben. Also es ist ein Schwanz als ein Arkonier? Ja. Dachte, ich hätte irgendwie etwas anderes gesehen. Aber es ist ein Argonier, das ist okay. Hm. Ja. Okay. Jo. Da eine Festung hinten. Ah, das ist, da sind wir reingegangen, stimmt. Ja, hier sind wir reingegangen. Genau, jetzt check ich, wo wir genau sind. Also. Feuer. Hm. Ja, also. Ist alle Banditen gewesen? Okay. Noch durch. Man hier jetzt rüber. Ja. Okay, sehr gut. Genau. Hier wurden wir an der Nähe geköpft. Also hier sind wir mit dem Wagen durchgefahren. Und hier drüben. Ja. Ich hab. Macht euch bereit zu sterben. Ja, die sind relativ leicht. Gut, nicht so starke Banditen. Vielleicht einfach, dass wir am Anfang nicht gerade so Probleme haben. Er wird hier zurückgehen. Die nicht will. Einen Schaden bekommen. Kampfmusik ist noch an, aber es gibt keinen. Zaubertrank der Stärke, sehr gut. Jo. Also dann, ich mal hier außen. Und wir sehen uns im nächsten Part vielleicht ja auch wieder. Ist natürlich alles kostenlos. Zuschauen tut natürlich nichts zu kosten und, wenn ihr Lust habt, könnt ihr Kommentare schreiben oder ja, auch irgendwie mich unterstützen. Der Link ist auch unten zum Spenden, aber gewollt. Also ihr müsst es wirklich auch wollen und es ist natürlich freiwillig. Gut, dann tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.